Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Reinschalten und los geht's mit den Partien. Das Hinspiel zwischen Wolfsburg und Salzburg ging mit 3:1 an die Österreicher. Jetzt hat aber eben nach Marc van Bommel Florian Kohfeldt die Chance, Wolfsburg noch in die richtigen Bahnen zu lenken. Salzburg allerdings mit dem besseren Beginn. Aronson zu Okafor. Doppelpack im Hinspiel. 8. Minute, der Abschluss vielleicht aus etwas zu spitzem Winkel. Gute Reaktion dann allerdings auch von Kuhn Castells. Danach aber wurden die Wölfe besser. Etwas mehr als 10 Minuten gespielt. Kamara, Steffen bekommt den Ball von Kamara unfreiwillig. Steffen alleine auf dem Weg zum Tor. Erfolgreich. 12. Minute, 1:0 für den VfL. Hängt den oben rein. Auftakt nach Maß dann für Wolfsburg. Und es ging gut weiter. Baku zu Lukas Metscher. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. 2:0. Ebenfalls auch der Halbzeitstand. Salzburg startete gut, ließ dann aber in der Defensive doch einige Lücken offenbaren. Und so musste sie im zweiten Durchgang mehr machen. Taten sie dann auch. Wieder zu Beginn. 55. Minute, Kopfball, Adeyemi. Gut platziert, stark gesetzt im Zweikampf mit Otavio, aber Castells kommt dann gerade noch so ran. Knappe Stunde jetzt gespielt. Arnold mit dem starken Pass zu Baku, der steht nicht im Abseits und markiert das 3:0. Extrem hohe Effizienz, die der VfL hier an den Tag legte. Salzburg aber gab sich natürlich noch nicht geschlagen. Adeyemi kommt nicht durch. Okafor macht es aber. 75. Minute. 3:1 wird vielleicht im Hinblick auf den direkten Vergleich nochmal interessant. Der ist nämlich jetzt ausgeglichen durch dieses 3:1. Aber erstmal ist das ein gelungener Champions League Auftakt für Kohfeldt. Die Wölfe gewinnen mit 3:1 gegen Salzburg. Der FC Bayern ist souverän Tabellenführer in der Gruppe E, 9 Punkte nach 3 Spielen, noch kein einziges Gegentor. Nun wollten sie Benfica Lissabon auch im Rückspiel eben eine Niederlage zufügen. Wir wissen aber, wie schwer das im Hinspiel war. Lewandowski, Müller mit dem Pass zu Kummer, aber Vlachodimos mit der Parade. Dann steht er schnell wieder auf und fischt sich den Ball aus der Luft. Stark lenkt er den hier mit den Fingerspitzen noch ans Aluminium. Das hätte schon das 1:0 sein können. In der Folge aber ein relativ gemächliches Tempo im Spiel nach vorne. Benfica Lissabon sehr auf die Defensive konzentriert. Die Bayern kamen aber nochmal. Starker Pass von Müller auf Sané. Aber auch hier ist Vlachodimos nicht zu überwinden. Den darf man gut und gerne mal reinmachen. Bayern verpasst es also, in Führung zu gehen im ersten Durchgang. Das wäre definitiv darstellbar gewesen. Benfica Lissabon wurde im zweiten Durchgang aber etwas mutiger. Starker Ball von Weigl zu Yaremchuk, der sich da durchsetzen kann, den Ball nochmal rauslegt. Und Joao Mario versucht es dann mal aus der zweiten Reihe. Nicht wirklich brandgefährlich, aber zumindest näherten sich die Gäste dann mal dem Tor der Bayern wieder an. Nur noch 10 Minuten auf der Uhr. Das Spiel plätscherte so vor sich hin. Viel passierte weiterhin nicht. Aber einmal kam Benfica noch. Die Riesenchance für Darwin Núñez. Aber Neuer mit der Glanzparade hält das 0:0 fest. So bleibt es bei der Punkteteilung. Gerecht am Ende. Bayern im ersten Durchgang besser, Benfica im zweiten. Somit bleibt es eben im Endeffekt beim torlosen Remis. Die Schlappe aus dem Hinspiel hat der BVB wohl noch nicht immer ganz verdauen können. Das war schon ein Schlag ins Kontor und zeigte auch den Schwarz-Gelben die Grenzen auf. Hier sollte es nun im Rückspiel
anders werden gegen Ajax. Und sie legten auch richtig stark los. Die Dortmunder, 13. Minute, Julian Brandt, aber noch nicht erfolgreich. Ball wird gut gehalten. Ajax Amsterdam, sehr souverän, sehr überlegt, kam dann nach 21 Minuten mal nach vorne. Sebastian Alea, der hat lange den Ball, legt ihn dann quer zu Steven Berghuis. Und der macht in der 22. Minute das 0:1. Ging ein bisschen zu einfach. Und Ajax hatte nun alles im Griff. Kam nochmal und schlug wieder zu. Dusan Tadic. 0:2 in der 42. Spielminute. Kobel zweimal machtlos. 0:2. Also auch der Halbzeitstand. Es sah schon wieder ein bisschen nach Hinspiel-Vibes aus. Aber der BVB machte nach vorne diesmal mehr. Bellingham, Reus. Der Anschluss in der 53. Minute. Super Tor. Hängt da oben in den Winkel. Nur noch 1:2. Aber Ajax, sie haben ihre Qualitäten nach vorne und spielen sie wieder aus. Gravenberch mit dem 1:3. Der alte Abstand wiederhergestellt. Kobel bleibt nur das Hinterherschauen. Wir springen schon in die Schlussphase. Kontermöglichkeiten kam jetzt en masse und sie wurden auch teilweise gut ausgespielt. Anthony mit dem 1:4. Jetzt wurde es dann doch wieder relativ heftig, aber der BVB ließ sich davon nicht richtig demoralisieren, sondern spielte auch nochmal nach vorne. Marco Reus mit dem Doppelpack 2:4. Sieht dann zumindest am Ende auf dem Papier als Ergebnis besser aus, aber es stehen die 0 Punkte, es steht die Niederlage. Der BVB muss die Punkte dann halt gegen die anderen beiden Mannschaften holen. RB Leipzig konnte sich im Hinspiel zwar gut präsentieren, aber stand mit leeren Händen da gegen PSG. Nun wollten die Roten Bullen die ersten Punkte in dieser Gruppenphase holen am 4. Spieltag, aber da machte dann erstmal ein deutscher Nationalspieler dem ganzen Strich durch die Rechnung. 3. Minute, Julian Draxler, was für ein Tor. Das 0:1, RB Leipzig jetzt schon im Rückstand, im Hintertreffen. Es wurde somit nicht leichter. Ander Herrera, Mbappé 0:2 nach 13 Minuten. Jetzt musste man sich dann schon fast wieder Sorgen machen um die Elf vom Jesse Marsch. Aber die Leipziger, sie konnten sich fangen. Über eine Viertelstunde gespielt. Das erste Mal ein Ball nach vorne und der wird gleich zum Tor. 1:2. Amadou Haidara. Lupfkopfball kann man mal durchaus so machen. Aber defensiv die Leipziger nicht auf der Höhe. Draxler Doppelpack 1:3. 28. Minute. Hier sieht dann Gulaschi auch nicht gut aus. Ist eigentlich da, den darf man gerne mal halten als Bundesliga-Keeper. 1:3, also nach 45 Minuten torreich war es mal wieder und es ging auch gut weiter in Durchgang 2. Nkunku, starker Pass in die Schnittstelle, Haidara Doppelpack, 2:3. Hier ging scheinbar alles, die Defensive von Paris auch teilweise besorgniserregend und es ging so weiter. Leipzig mit hohem Druck, mit vielen Chancen. Nkunku, Adams, Haidara weitergeleitet zu Konrad Leimer, der macht tatsächlich das 3:3. 84. Minute, der Ausgleich nach 1:3 Halbzeitrückstand. Paris wollte es aber wissen, gewann am Freitagabend 2:1 spät gegen Lille. Messi zur Halbzeit dort ausgewechselt. Diesmal spielte er durch und den hängt er natürlich in den Winkel. 87. Minute, 3:4. Wie schon im Hinspiel verliert Leipzig denkbar knapp und denkbar unglücklich, aber sie stehen weiterhin mit 0 Punkten am Tabellenende und von der Champions League können sie sich damit wohl verabschieden. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und adios.